Hallo und willkommen zu Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und ich habe heute Nasila Jafari im Interview. Und sie ist professionelle Traderin. Sie hat mit Fibonacci Code ein System entwickelt, wie man an der Börse Bewegungen vorhersagen kann quasi. Und sie wird uns heute mal ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, wie man überhaupt an der Börse agieren kann, worauf es da ankommt und was für Irrglauben da auch so umherschwirren. Ich glaube, da gibt es einige von. Insofern freue ich mich sehr, dass sie hier ist. Hi Nasila, grüß dich. Ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dieses Fibonacci-Code-Ding, sage ich jetzt mal. Erzähl mal ein bisschen, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, die meisten Leute haben das Wort Fibonacci schon mal gehört und verbinden das mit irgendwelchen alten Bräuchen und Griechen und irgendwelchen Philosophen vielleicht sogar. Was genau bedeutet das vor allem in Bezug mit Aktien? Wie gehst du da vor? Erzähl das mal ein bisschen. Also Fibonacci sind ein Tool sozusagen, genauso wie alles andere, was man heutzutage mit der Mathematik auch noch mal hat. Zum Beispiel, wenn man Oszillatoren, Indikatoren hat. Fibonacci ist nicht Oszillator, ist nicht Indikator. Das ist in der Tat ein Tool, das man mit der Zahlenreihe, das ist sozusagen eine Mischung zwischen Physik und Mathematik, dass man mit diesem Tool relativ leicht die Länge eine Bewegung messen kann. Also ich habe mich aus der Fibonacci ausgewählt, weil mit dem Ausschlussverfahren sozusagen entdeckt habe, irgendwelche Parameter muss es ja geben, sozusagen diese Länge zu messen. Das ist die Fibonacci. Ja. Fibonacci sind an sich eine Zahlenreihe, wie gesagt. Ja. Und diese Länge einer Aufwärtsbewegung oder Abwärtsbewegung völlig egal, ist natürlich für Aktienkurse ganz interessant. Ne? Da kann man das dann entsprechend adaptieren. Jetzt arbeitest du ja dann mit diesen Zahlen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere sagt, so, das klingt ultra kompliziert. Ist das sehr, sehr schwierig? Muss man da wahnsinnig viel berechnen dann quasi? Oder Überhaupt wie kann man sich nicht. Das vorstellen? Also ich vergleiche mich mit Apple Software unter aller Software der Welt. An sich ist das ja alles kompliziert in dieser Welt. Aber ich habe es geschafft, die sehr, sehr komplizierte Sache an sich sehr leicht darzustellen. Also wenn du Apple-Nutzer bist, weißt du ja auch, diese ganze komplizierte Prozesse, die im Hintergrund laufen, sind mit Apple für die Anwender sehr leicht. Das heißt, du nimmst dein iPhone in der Hand und schon weißt du es, zack, 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 kannst du es eigentlich auch anwenden. Ja. Die Sache an sich ist sehr kompliziert, natürlich, aber meine Leute müssen das ja nicht alles sozusagen anfangen zu forschen. Ich habe die ja jahrelang gemacht. Ja. Die sind Anwender und als Anwender ist wirklich sehr, sehr leicht. Ja. Das heißt, im Prinzip steckt dann nachher eine Software dahinter, wo man dann mit arbeitet sozusagen. Du hast heutzutage in jedem Börsensoftware Fibonacci Retracement, also diese Tool dabei. Das heißt, es ist wirklich ein Klick und schon fängst du an. Wenn du weißt, wie du das machst, das ist sehr, sehr einfach. Das ist in jedem Börsensoftware dabei. Kannst du auch als App benutzen. Es ist wirklich früher war das nicht so. Also vor 20 Jahren, wir haben ja auch mit Börsensoftware auch noch mitentwickelt, dass es so geht, wie ich haben möchte. Aber heute gibt es ja wirklich, du kannst einstellen, umstellen. Also innerhalb von 5 Minuten hast du es eigentlich, gar kein Problem. Was sagt diese Software dann nachher aus? Ob der Kurs steigt oder fällt? Oder ist das noch komplizierter, wie lange er steigt oder fällt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was ist quasi der Output, den ich bekomme, mit dem ich ja dann entscheide, ob ich jetzt irgendwas kaufe oder verkaufe? Also im Grunde genommen, stell dir mal vor, du willst eine Aktie kaufen. Okay? Für den jemand, der sich ein bisschen damit beschäftigt, man guckt sich den Chart an. Okay, den Chart hat ja irgendein Softwarehersteller hat diesen Chart ja sozusagen gezeigt. So, jetzt gibt es ja tausende Dinge, tausende Tools zum Beispiel, dass es sagt, irgendeiner nutzt der gleitende Durchschnitt oder wie auch immer. Ja, und ich habe einer von diesen Tools sind eben diese Retracement, die man einmal klickt und mit meiner Methode anfängt, diesen Kurs zu messen und entsprechend
am Ende weiß man, okay, kann ich meine Position noch weiterlaufen lassen? Muss ich besser aus der Position einsteigen? Oder jetzt langsam ergibt sich ja eine super schöne Chance wieder in dem Trend, dann, ob das jetzt buy and hold ist oder sell and hold, wieder reinvestieren sozusagen. Ja, ja. Wie ist das denn generell, wenn man jetzt sich mal so umhört in der breiten Masse, man hört mal so auch den Redakteuren zu, gibt ja viele Journalisten, die auch über das Thema Börse berichten, dann ist ja eigentlich so die allgemeine Meinung quasi, dass Trading somit das Gefährlichste ist, was man machen kann. Jetzt bist du ja Traderin und sagst auch selber mit deiner Methode, die eignet sich eben insbesondere auch zum Traden. Wie gefährlich ist das wirklich? Und was sagst du den Leuten, die halt sagen, nee, kauf am besten irgendwie breit gestreut, diversifiziert, buy and hold forever und so. Wie siehst du das, so den Konflikt? Weißt du, diese gefährlich ist ein Zeichen von nicht vorhandener Ahnung. Wenn man sagt, irgendwas ist gefährlich, hat man nicht genug Ahnung davon. Also ich sage, meiste Leute hätten sehr, sehr gerne Trader sein, weil sie es nicht schaffen oder keinen Stopp gehabt haben oder überhaupt alles falsch gemacht haben, was man falsch machen könnte, sind sie zu Investor geworden. Ja. Investor ist der leichteste, im Grunde genommen, Ding, die man machen kann an die Börse, wirklich leicht. Auch dafür gibt es feste Regelwerk, weil ansonsten leicht heißt nicht erfolgreich. Ja? Ja. Trading ist Königsdisziplin. Das heißt, du musst tatsächlich wissen, was du machst. Das hat mit kompliziert überhaupt nichts zu tun. Es ist sogar sehr, sehr einfach und sehr lukrativ. Aber halt, wenn man nicht weiß, wie es geht, ja, wie alles andere. Also ich kann auch nicht, nur weil ich zwei Bücher gelesen habe über Medizin, auch mein Kind auf dem Küchentisch einfach anfangen zu operieren. Das ist einfach nicht okay. Ja? Ja. Aber die Leute machen es tatsächlich mit den Finanzen, weil diesen Traum von schnelles Geld ist natürlich eine Sache. Wenn man weiß, wenn man weiß, wie es geht, es ist nicht gefährlich. Viel gefährlicher ist es, wenn man investiert, auch streut sein Geld in den Sachen, die man gar keine Ahnung davon hat. Also das ist leichter gesagt, wirklich, weil man sich besser verkauft. Ja. Also ich habe mal von einem Bekannten, der auch mit der Börse arbeitet, habe ich mal gehört, dass der sagt, es ist aber ganz häufig so, dass viele Leute mit dem Schwersten anfangen. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die kommen an die Börse, fangen an zu traden, holen sich dann eine blutige Nase und streuen dann immer breiter. So, die werden dann quasi, die werden selber zum Investor irgendwann geformt quasi, weil sie sich einfach nicht mehr trauen. Würdest du trotzdem sagen, man kann, wenn man weiß, wie es geht mit Traden, anfangen? Also es kann der erste Schritt an der Börse sein und erfolgreich? Also wenn man meinen Slogan kennt, ein guter Positionstrader, also Investor, muss tatsächlich ein hervorragender Daytrader sein. Mhm. Also wenn du wirklich Zinseffekt von deinem Geld haben möchtest, du musst Ahnung haben von Traden. Ob du tradest oder nicht, ist total was anders. Okay, also man muss nicht immer rein und raus gehen und der schnelle Markt. Man muss aber Ahnung haben, was da passiert. Das ist ganz wichtig, ins Details wissen haben und natürlich ins Große dann investieren. Das ist sehr, sehr einfach, viel erfolgreicher, als wenn man salopp irgendwie, ja, der ist gut und dann investiere ich einfach rein. Ja. Ja, ja. Jetzt gibt es ja auch sehr viele Leute, die gehen an die Börse und sagen, hey, ich glaube an Tesla, ich glaube an Apple, ich glaube an Microsoft oder die sind gut gelaufen und deswegen will ich jetzt quasi, ich nehme das so richtig wörtlich und sage, ich kaufe jetzt ein Stück dieses Unternehmens und bin dann part of it, ja, ich partizipiere dann an dem Aufstieg dieses Unternehmens ganz konkret. Ich habe jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört, du guckst dir Charts an und wenn es jetzt irgendeine Firma ist, die kein Mensch kennt und die vielleicht irgendwie, ich sag jetzt mal, Kanalrohre herstellt und das ist aber jetzt nicht so sexy, aber brummt der Laden, dann, also für dich ist das völlig egal so.
Es ist vollkommen egal, an welche Unternehmen du investieren willst. Also du kannst dir egal welche auch immer auch nehmen. Es gibt Tausenden von Chancen pro Tag an die Börse, wenn man die Systematik kennt, wie man es macht. Es ist völlig egal, welche Aktie das ist. Aber auch mit einem Tesla oder auch mit einem Apple ebenso, weil die haben Volatilität. Und Volatilität bedeutet, wenn du heute einsteigst, dass er gerade morgen die Korrektur einsetzt, dann wolltest du eigentlich traden, aber weil der Markt gegen dich läuft, dann sagst du, naja, jetzt werde ich Investor wieder. Verstehst du? Das ist genau das Problem, was die Leute haben. Die hätten gerne schnell sozusagen eine Aufwärtsbewegung mitgenommen, also investieren und der Markt läuft für die. Das ist doch das Schönste, was man will. Aber weil sie falsch investiert, falschen Moment einfach ausgesucht haben, dann sind sie erstmal in Abwärtsbewegung drin und irgendwann mal geht der Markt. Also es ist völlig egal, welche Aktie du nimmst. Es gibt Tausende von wirklich gute Aktien, die man auch mit meinem System auch messen kann und entsprechend den Chancen einfach einsteigen kann. Die sind manchmal sogar viel lukrativer. Du hast zum Beispiel locker 100%, 150% bei einem Minimaleinsatz, die du hast. Das kriegst du bei einem Tesla halt natürlich nicht so einfach. Musst du genau wissen, wann du einsteigst. Ja. Wann. Ja. Jetzt ist natürlich so, also du hast mir, glaube ich, du hast mir in einem anderen Interview erzählt, dass dein System in so 95% der Fälle sehr akkurat ist. Mhm. Jetzt gehören natürlich auch 5% dazu, wo es dann mal nicht klappt. Was sorgt dafür, dass das vielleicht mal nicht funktioniert? Gibt es Ereignisse, ich denke jetzt so an GameStop, an Wirecard, wo einfach letzten Endes ja auch gegen die Regeln der Börse verstoßen worden ist. Mhm. Sind das Momente, wo das System aus den Fugen gerät quasi? Oder? Nein. Also auch mit dem GameStop zum Beispiel, weil ich kannte ja diese Aktie selbst ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe eigentlich mich da reingefuchst sozusagen gemessen, weil alle darüber gesprochen haben, alle meine Absolventen. Da könnte man auch den Aufwärtstrend richtig cool sehen. Man könnte einsteigen und aussteigen, da wo es wirklich interessant wurde, aber auch dagegen shorten, also hedgen sozusagen, wenn man die Position hat. Im Leben gibt es immer Wahrscheinlichkeiten. Wir reden von Wahrscheinlichkeiten, dass wir weiterleben. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Wir gehen davon aus, weil wir gesund sind und unsere Check gemacht haben, unsere Checkliste von ein gesunder Leben auch durchgegangen sind. Und das so ist es an der Börse. 5% gibt es ja, es ist wenig eigentlich. Ja, klar. In dem normalen Leben gibt es viel, viel mehr Wahrscheinlichkeiten, dass schief gehen sollte. Ja. An die Börse, ein Casino zum Beispiel, ja, das ist ja, was die Leute ja missbrauchen, die Börse wie Casino, ja. Das ist viel, viel größere Wahrscheinlichkeiten, also unter 23% gibt's Chance, das heißt, eher Minus machst du. Ja. Wenn du gewisse Regelwerk hast und wirklich dich da dran hältst, dann von 100 Mal, die du ein Setup, also eine sozusagen eine Investition eingehst, kann es eben sein, dass es 5% auch daneben geht. Ja. Und diese 5% ist überhaupt nicht das Problem, weil unterm Strich siehst du die ja gar nicht. Ja? Das Wichtigste ist, dass man ein bestimmtes Setup, also sich spezialisiert auf bestimmte Dinge. Du machst ja zum Beispiel, nur als Beispiel, dass man besser versteht, du hast deinen Job. Ja? Jetzt fängst du nicht an, morgen auch Chirurg zu werden. Ja? Weil es einfach, du weißt, welche Schritte du machen musst, das ist nicht einfach. Ja? So salopp Chirurg zu werden, ist nicht einfach. Das heißt, wenn du dich in deine Schritte, deine Systematik wirklich fokussierst, dann kann es sein, dass es mindestens 95% Wahrscheinlichkeiten hast. Das ist relativ einfach zu verstehen und das kann man ja auch, wenn du natürlich, wie gesagt, alle möglichen Sachen machst, dann geht deine Wahrscheinlichkeiten eben immer nach unten. Ja. Jetzt hast du gerade eine Sache gesagt, die finde ich ganz interessant, aber vielleicht ist die Antwort auch, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ganz lustig. Ja. Leute sollten an der Börse Regeln befolgen. Und ich habe das auch schon häufig gehört und ich glaube, viele Leute wissen das auch, dass man grundsätzlich sich an Regeln halten sollte. Warum kriegen sie es nicht hin? Also was ist der Grund, warum sie ständig ihre eigenen Regeln brechen? Ja, weil sie gar nicht wissen, was die Regeln sind.
Ich hab wirklich viele sogenannte Experten gefragt. Ja, Börse ist Disziplin, sagen sie. Sag ich, ja, okay, hast du recht. Benenne diese Disziplin. Sag mir mal, welche Disziplin gibt es? Was muss ich machen, wenn ich jetzt vor meinem Bildschirm setze und ab heute entscheide ich mich, diszipliniert zu sein? Sag mir mal, was ich machen soll. Ja, du musst ja jetzt dein Handy ausmachen. Das ist doch keine Disziplin. Ja. Also ich muss ja schon wissen als Chirurg, dass ich meine Hände desinfizieren muss. Das ist doch keine Disziplin. Du musst ja mir sagen, welche Schritte führen zum Erfolg, wirklich. Ja. Und das können sie gar nicht benennen. Ich habe Checkliste. Also meine Absolventen bekommen von mir diese Checkliste, das heißt lernen auch Schritt nach Schritt diesen Modulen aus der Checkliste wie ein Pilot, ja, dass du dann diese Checkliste vor jedem Einstieg und Ausstieg einfach durchgehen musst. Passt es? Jawohl, und jetzt steige ich ein. Ja. Ja? Und das, deswegen kriegen sie es nicht hin, weil sie einfach nicht benennen. Die wissen es gar nicht, was. Also wenn irgendein Kurs, ein SMA von oben, unten oder was weiß ich, das ist kein Regelwerk, ja. Ja, das ist Zufallsgenerator. Das klingt ja jetzt so ein bisschen, als müsste eigentlich der perfekte Trader wirklich wie so eine Art Roboter arbeiten, kann man das so sagen? Du hast bestimmte Stunden am Tag, du bist fokussiert an das, was du tust und das ist in Ordnung. Also musst du es tatsächlich. Du willst ja Erfolg haben. Ja. Du willst ja nicht zwischen. Also man lernt gewisse Dinge, okay? Und irgendwann wird's aus diesem Lerneffekt, die am Anfang, okay, wie Autofahren. Wie war das, als du erstmal Auto gefahren bist? Ja, die muss ich beachten und das muss ich beachten und so. Heute telefonierst du und hörst du auch Radio und fährst du Auto und mit 250, wie ich mein, ja. Also, es ist alles Routine. Das heißt, mag sein, dass diese Lerneffekt 1, 2, 3 Monate, mehr gebe ich nicht. Ja. Also muss man 1, 2, 3 Monate wirklich lernen und dann trainieren, Routine zu werden. Und dann machst du es ja automatisch. Ja? Ja. Und dann fokussiert. Schau, wenn du hast 10-mal das gemacht, 10-mal mit Erfolg, würdest du 11. Mal anders machen? Nee. Eben. Und das ist genau der Punkt. Ja. Also außer du wirst jetzt aus deiner Disziplin rausfallen. Aber dann kriegst du ja wieder drauf. Und dann sagst du, ich mach das wieder. Und deswegen. Jetzt mal vielleicht so ein bisschen so eine philosophische Frage gestellt. Welche menschlichen Qualitäten sind denn an der Börse gefragt? Also wenn man ja alles auf Zahlenbasis entscheidet, sowas wie eben Intuition, Angst, Gier. Es gibt ja diverse Emotionen, die an der Börse eine Rolle spielen grundsätzlich. Ist davon irgendeine Emotion irgendwie dienlich? Oder eigentlich? Überhaupt nicht. Braucht man gar nicht. Nein, null. Also Mensch hat Emotionen. Ja. Ja, wir haben, also wenn es so wäre, es gibt viele andere Berufe wie gesagt Chirurgen, Piloten und so weiter, die würden ja, ne, das, die haben auch systematische Vorgehensweise. Jeder Erfolgsberuf hat systematische Vorgehensweise. Ja. Es ist immer, das hört sich immer so kompliziert an. Es ist aber gar nicht kompliziert. Es ist viel einfacher. Stell dir mal vor, eben ein Pilot kommt und setzt sich einfach, da würdest du nie wieder fliegen wahrscheinlich. Okay, ich habe keine Checkliste, gar nichts. So, Jungs, lass uns mal fliegen. Genau, und da sind 400 Passagiere. Ja, das kann ja nicht gehen. Also die Sicherheit, reproduzierbare Erfolg braucht systematische Vorgehensweise. Und dadurch, diesen hochkarätigen Berufe, die haben alle. Das wird gar nicht anders sein. Und die sind einfacher, nicht schwieriger. Und wenn du systematisch, und zu deiner Frage, wenn du systematische Vorgehensweise hast, du unterbindest einfach Emotionen damit. Ja? Wenn du hoppla hopp was entscheidest, dann kann es sein, dass es natürlich viel, viel mehr passiert. Und jetzt wirst du gierig, wirst du emotional oder wirst du ängstlich oder verzweifelt. Die Verzweiflung, der Zweifel, ich in der Mitte. Das kommt davon, dass du gar nicht weißt ganz genau, wo war der Weg. Ja. Ja, ja. Kann sein, dass man falsch läuft, aber dann geht man mit der Checkliste direkt wieder zurück und sagt, stopp, also ich glaube, ich bin da falsch abgebogen, zurück. Ja.
Jetzt mal vielleicht noch dazu, ihr habt ja, hast ja schon ein paar Mal angesprochen, auch so ein Training gemacht. Man kann zu euch kommen und sich ausbilden lassen in dem Bereich, um eben solche Systematiken, Checklisten etc. zu bekommen, das zu erlernen. Mhm. Jetzt ist natürlich immer so die klassische Frage, die natürlich jeden interessiert, wenn man das jetzt macht, was ist denn so eine Rendite? Ne? Also oder was ist so das Ergebnis des Ganzen? Kannst du das mal so ein bisschen in Worte fassen, wenn man nach euren Methoden arbeitet? Was kann man erwarten, so Pi mal Daumen, oder erzähl vielleicht auch gerne mal von einem Kunden, was haben die so erreicht dann mit euren Systematik? Im Leben sagt man generell, man bekommt das, was man sich vorstellen kann. Das hat aber jetzt nicht damit zu tun, dass man jetzt überheblich irgendwas sagt. Natürlich, du kannst, ich hab Trader mit sehr, sehr kleinen Depot, also private. Du weißt, ich betreue meistens institutionelle, aber in meinem normalen Trader, die haben super kleines Depot gehabt und die haben damit geschafft, neben ihr Job, und das ist sehr interessant, als die haben, glaube ich, Restaurant oder so, neben seinem Job hat er geschafft, mit diesem kleinen Konto sich ein Porsche in Bar zu bezahlen. So, und das innerhalb von eineinhalb Jahre. Ich habe gerade über andere gedacht, deswegen. Der andere hat 8000% geschafft, innerhalb wirklich diesmal eineinhalb Monate. Da hat drei Kinder zu Hause, die Frau ist verstorben. Ja. Und er hat ein Jahr nicht gearbeitet, dann hat er sein Kontoauszüge irgendwann mal mir gezeigt, hat er gesagt, Nasilla, guck mal, ich war ein Zocker. Ja. Und jemand, ne, der hat Job gehabt, Familie und alles war in Ordnung, hat ein bisschen rumgezockt an die Börse. Dann, wo es darauf ankam, jetzt muss ich aber was machen, hat er die Regelwerk nur angewendet. Ich kriege jedes Mal selbst kalte Hände, wenn ich darüber erzähle, und wirklich berührt mich, weil der hat innerhalb von Oktober bis Januar hat er 8000% geschafft, aber diesmal diszipliniert, komplett diszipliniert. Ja. Ein kleines Depot ist für dich sehr relativ so. Für mich ist ein kleines Depot, vielleicht, ich stelle mir jetzt irgendwie so ein paar hundert Euro vor, aber wahrscheinlich ist es eine fünfstellige Summe gewesen oder so. Ja, kleines Depot. Also, weißt du, wenn du viel zu klein anfängst, rentiert sich ja gar nicht. Ja. Also, du musst ja auch was haben, um entsprechend ein bisschen nach oben skalieren zu können, ja. Dass er nicht sofort nervös macht und so weiter. Denn es gibt ja diesen 5% immer noch, ja. Und das ist, aber sehr berechenbare 5%, sehr berechenbar, und man kann innerhalb von wirklich gewisser Zeit sich sehr hoch skalieren. Und deswegen ist die Börse ja so interessant, dass die Leute wieder einmal ohne Ahnung reinspringen, sagen, Geld machen. Und das geht leider nicht. Also man muss schon gewisse Regelwerk anwenden. Wenn, dann, also garantiert hat man super gute Performance. Ja, also die 5% beziehen sich jetzt auf den Monat, gehe ich mal von aus. Ne? 5% auf dem 100 Stück, also prozentual gesehen, wenn du 100 Mal einsteigst und aussteigst aus der Börse, dass die 5% auch daneben gehen. Und das ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Ja? Wenn du davon ausgehst, zum Beispiel, ich sage es einfach mal, eine Hausnummer, wenn du den Risiko für dich festlegst, 100 Euro, bin bereit zu riskieren, okay? Ja. Entsprechend Hebel setzt, ja? Weil in meiner Methode, du musst 3-1 Chance haben, mindestens. Also darunter darfst du gar nicht an die Börse arbeiten. Mhm. Das bedeutet, du gehst jedes Mal mindestens davon aus, dass du 300 Euro gewinnst, 100 Euro verlierst. Und jetzt prozentual gerechnet auf 100 Mal, wie oft, ja, könntest du, wenn du 5-mal 100 Euro verlierst, aber dafür, sagen wir mal, auch 90-mal, 80-mal gewinnst. Das sind enorme Summen, die dabei rauskommt. Ja, ja. Aber so mit Hebel, da wird sich, glaube ich, jetzt jeder Value-Investor im Grabe umdrehen. So, das ist ja, die Allgemeinheit sagt ja dann jetzt brutal gefährlich so. Hebel, ja genau, das ist wieder diese Wort gefährlich. Gefährlich ist, wenn man nicht den Umgang davon kennt. Ja. Hebel ist es ja, sobald du eine Aktie hast, zwei kaufst, hast du auch Hebel eingesetzt. Ja. Ja, also lasst euch bitte nicht von anderen Angst machen, weil sie keine Ahnung haben, wovon sie reden. Eine Aktie, Hebel 1.
zwei Aktien gekauft in Depot, Hebel hast gehebelt schon. Ja. Ja? Also das heißt, was willst du mit einer Aktie? Kindergeburtstag feiern. Ja. Okay, also du kaufst ja schon, was weiß ich, mindestens 50 Aktien oder 20 Aktien, je nachdem 10 Aktien. Du kaufst ja nicht eine Aktie. Und wenn, da hast du auch Hebel gesetzt. Wenn du Ahnung hast, ist das alles in Ordnung. Du weißt, du mit der Ahnung ist der Hebel. Also ich meine, ich sage immer ja Handel. Handel ist es ja. Börse ist Handel. Ja. Normale Händler draußen, wenn du weißt, dass diese Hose jetzt modisch ist, ja, würdest du eine kaufen oder hunderte? Wenn du weißt, wenn du sofort diese Hose mit mehr Gewinn verkaufen, weil es Mode ist, jeder will die Hose haben, dann wirst du halt mehr kaufen. Ja? Also Hebel wissen, wo man einsetzt. Aber so gewisse Basisdinge musst du ja nicht Hebel setzen. Das reicht ja auch einfach, dass es Kontinuum eingießt. Ja. Jetzt hast du gerade eben, oder wir sprechen ja schon die ganze Zeit sehr viel über Know-how. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, darüber haben wir noch nicht so viel gesprochen. Was ist so dein Background? Wo kommt deine Erfahrung in dem Bereich her? Und erzähl mal, wie ist das entstanden alles? Ich habe das Glück gehabt, sehr, sehr, sehr jung, also als Kind schon mit der Börse beschäftigt zu sein. Mein Großvater hat mich seit 8. Lebensjahr schon an die Börse trainiert, bewusst oder unbewusst. Und ich bin eine von erste, wenn überhaupt erste Future Trader seit Mitte 90er Jahre in Deutschland. Ich bin kontinuierlich natürlich beim Wissen eineignen. Durch mein System, das ich gebaut habe, das ist meine absolute Leidenschaft. Und das ist dann natürlich jetzt, weißt du, das sind viele Jahre, die ich in diesem Beruf dann zuständig bin und immer wieder bei, egal welcher Marktphase, habe das Wissen eingeeignet. Vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen zu kommen. Du hast es schon angesprochen, du arbeitest eigentlich sehr viel mit institutionellen Anlegern, also großes Geld. Ja. Jetzt geht es eben auch für den Privatanwender quasi, dass man an deinem Wissen partizipieren kann. Mhm. Warum habt ihr das gemacht? Was ist da der Plan dahinter? Warum haben wir es gemacht? Also ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht daran schuld, dass wir gemacht haben, weil für mich, ich bin sehr konservativ und konservativ bedeutet, wenn ich Leute schule, bin ich sehr, sehr konservativ, dass die Leute tatsächlich sehr gut lernen, weil es für mich um Existenz geht. Ja. Ich muss Leute tatsächlich auswählen, dass ich weiß, mit denen kann ich gut arbeiten und die kann ich zum Erfolg bringen. So. Weil meine Zeit gar nicht mal zulässt, habe ich im Jahr 2, 3, 4, 5 Leute genommen und nicht mehr. Da ist mir die Welt zusammengebrochen. Ja. Mein Sohn, nachdem er seinen zweiten Bachelor geschrieben hat, hat natürlich immer mehr mich dazu gepusht. Dein Wissen musst du ein bisschen mehr die Leute zugänglich machen. Mein Sohn hat angefangen, dieses komplizierte systematische Prozesse sozusagen, die ich Leute geschult habe, viel, viel einfacher zu machen, damit ich Zeit habe, meine Investoren und meine Absolventen tatsächlich in der kürzesten Zeit, aber systematisch besser zu bedienen. Jetzt haben wir diesen Ablauf gemacht. Es war sehr schwierig, muss ich sagen. Also das Ganze für mich auch akzeptieren, dass ich sowas machen möchte. Aber es ist in der Tat 1000-mal erfolgreicher als vorher, weil es viel mehr Zeit habe für meinen Absolventen. Viel mehr kann ich bei denen bleiben, viel mehr kann ich auch ihre Fragen beantworten. Und eigentlich, um deine Frage zurückzukommen, mein Sohn hat bei dem Studium immer wieder mich gefragt, viele, viele Sachen, die er auch zu seinem Studium gestellt hat und sagte, ich habe natürlich meine Sicht der Dinge ihm erzählt und da kam er und sagt, irgendwie, du antwortest immer total das Gegenteil, was wir lernen. Mhm. Und dann ist gegangen, kam wieder zurück, sagte, Ergebnis ist das total auch das Gegenteil, weil die andere hat nicht funktioniert, der hat in der Regel viel mehr funktioniert, der hat wirklich gesessen und der war dann schlussendlich derjenige,
dass er selbst nach dem Studium auch eingestiegen ist in meinem Job mit seinem eigenen Wille und dann auch diese ganze auch ermöglicht hat. Ja. Und vielleicht noch so als abschließende Frage, um auch mal so ein bisschen auf den Markt zu schauen, den du ja sehr aufmerksam beobachtest. Im Prinzip jetzt gerade, wo wir das hier aufnehmen und wahrscheinlich geht es noch ein bisschen weiter, ist alles auf Allzeithoch. Ist das jetzt ein guter Moment einzusteigen oder wartet man besser oder gibt es da immer noch Chancen oder wie siehst du generell so die Marktsituation und wann ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ich leg los? Der Markt besteht immer aus Hauptbewegung und Korrekturbewegungen. Zum Beispiel die Februar 2020, als ich dann im YouTube zweimal hintereinander die Warnung ausgesprochen habe, bis hierhin und nicht mehr weiter, dann war in den Hauptbewegungen die meiste Signal, dass es hier eine größere Korrektur kommt. Für den Markt ist das kein Crash, das ist wirklich eine Riesenkorrektur. Ja? Mhm. Crash ist es, wenn der Markt tatsächlich unter Null fällt, das haben wir ja gar nicht. Ja. In Anschluss haben wir ja auch gesehen, genau im März habe ich dann gesagt, Korrektur ist vorbei, also geht es wieder aufwärts. Ja? Mhm. Das zu kennen, wenn für die Investoren, die müssen, wenn sie nicht shorten wollen, also nicht gegen den Markt sich stellen wollen, müssen sie die Korrekturen kennen und nach den Korrekturen einsteigen. Jetzt zu deiner Frage, wenn jemand Investor ist, also Buy and Hold machen will, ist wirklich ratsam, wie vor ein paar Wochen, da gab es auch 1200 Punkte Korrekturen im Markt für jetzt Deutsche Aktienindex, meine ich. Und das ist wieder super Chance, dann wieder kurzfristig Buy and Hold dann einzugehen. Das kann man, aber jetzt im Moment würde ich für den Buy and Hold nicht unbedingt raten, außer bestimmte Aktien. Also nicht alle. Aber nicht dann auf ist man Index. Ja wieder bei dir quasi, beim Traden. Bestimmte Aktien. Nee, bestimmte Aktien kann man auch Buy and Hold gehen, wirklich. Die haben ja nicht überperformt. Die haben nur diesen Bekannten haben überperformt. Die anderen stehen noch da und warten sozusagen auf ihr Startlöcher, dass sie auch mal loslegen. Die raussuchen gerne, aber auf gesamten Markt und Index zu setzen, ist garantiert jetzt nicht die richtige Zeit. Ja, aber was das Trading angeht, das kann man quasi jederzeit machen. Völlig egal. Ja. Völlig egal. Du kannst mich morgens um 9 Uhr fragen, bin ich short eingestellt, dann fragst du mich um 11 Uhr, sage ich ja, vorbei. Ja. Jetzt kannst du wieder longen. Das ist auf Tag bezogen oder auf 2-3 Tage Swing bezogen. Das ist natürlich immer schwankender. Ja. Alright, also ich denke, wir haben eine ganze, ganze Menge spannende Sachen besprochen jetzt hier in dem Interview. Und wer mehr von dir wissen will, du hast gerade eben schon angesprochen, ihr habt einen YouTube-Kanal, ne? Wir haben einen YouTube-Kanal, leider ist YouTube-Kanal wegen diesen Krankheit in der Familie ein bisschen eingeschlafen, aber wir geben jetzt voll wieder Gas, dass wir mit dem neuen Content wieder rausgehen. Ansonsten, man kann auch mit mir jederzeit telefonieren, wenn ich was helfen kann. Sehr gerne. Okay, alles klar. Also dann Webseite, YouTube-Kanal werden wir natürlich alles unter dem Video verlinken. Nazila, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Und euch danke ich vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.